Es war eine stürmische Nacht, als ich alleine zu Hause saß und durch das düstere Internet surfte. Mein Blick fiel auf einen Link zu einer mysteriösen Webseite, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Neugierig entschied ich mich, draufzuklicken und die unheimliche Reise zu beginnen. Die Seite lud langsam und präsentierte eine schlichte schwarze Oberfläche mit einem einzigen Textfeld. Darüber stand in blutroten Buchstaben: Schreibe deinen tiefsten Wunsch hier nieder und sieh, was geschieht. Ich war fasziniert und dachte, es wäre nur ein harmloses Spiel oder ein Scherz. Also schrieb ich meinen Wunsch in das Textfeld. Ich wünsche mir ewigen Reichtum und Glück. Kaum hatte ich den Text abgeschickt, spürte ich eine Kälte, die mich bis ins Mark durchdrang. Mein Herzschlag wurde schneller, als sich die Seite von selbst aktualisierte. Mein Textfeld war verschwunden und an seiner Stelle erschien nun ein neuer Satz. Dein Wunsch wird in Erfüllung gehen, aber zu einem schrecklichen Preis. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich wollte die Seite so schnell wie möglich verlassen. Bevor ich das tun konnte, sah ich ein blinkendes Symbol auf dem Bildschirm, das mich hypnotisierte. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden und plötzlich begann mein Computer zu flackern. In dem Moment, als ich glaubte, dass alles vorbei sei, erloschen die Lichter in meinem Haus. Ich war in völliger Dunkelheit gefangen. Die Stille wurde von einem unheimlichen Flüstern durchbrochen, das mir eine Gänsehaut verursachte. Es waren Stimmen, die mir bekannt vorkamen, aber ich konnte sie nicht zuordnen. Plötzlich wurden meine Augen von einem grellen Licht geblendet. Als meine Augen sich an das blendende Licht gewöhnten, erkannte ich, dass ich nicht mehr in meinem Haus war. Ich befand mich an einem Ort, der wie ein düsterer Palast aussah, mit goldenen Statuen und funkelnden Edelsteinen. Meine Kleidung war plötzlich zu einem edlen Gewand geworden und ich spürte einen Hauch von Reichtum um mich herum. Doch dieser Reichtum war mit einer unheimlichen Stille und Einsamkeit verbunden. Ich war alleine in diesem prachtvollen Palast ohne einen einzigen anderen Menschen. Kein Lachen, keine Gespräche, nur die drückende Stille, die mich quälte. Das Glück, das ich mir gewünscht hatte, war zu einem Fluch geworden. Verzweifelt versuchte ich zurückzukehren, doch die mysteriöse Webseite war verschwunden. Ich war in dieser Welt gefangen, ohne Hoffnung auf Erlösung. Die Jahre vergingen und ich blieb in diesem goldenen Käfig gefangen. Mein Reichtum war zu einem leeren Trost geworden, während die Einsamkeit an mir nagte. Ich bettelte um einen Ausweg, doch meine Stimme verhallte in der Leere des Palastes. Ich war der Preis für meinen gierigen Wunsch geworden. Und nun musste ich für immer die Konsequenzen tragen. Und nun sitze ich hier, einsam und verloren, in meinem goldenen Palast ohne Ende. Mein Wunsch nach Reichtum und Glück hat mich zu einem ewigen Gefangenen gemacht. Tief in den dunklen Kellern eines verfallenen Anwesens verbarg sich ein düsteres Geheimnis. Es wurde gemunkelt, dass die Seele einer längst verstorbenen Person, die vor langer Zeit von einem unheimlichen Schicksal heimgesucht wurde, immer noch in den Mauern des Hauses gefangen war. Die Bewohner des Ortes flüsterten sich Geschichten von unerklärlichen Geräuschen und mysteriösen Erscheinungen zu, die mit diesem Haus in Verbindung standen. Die Legende erzählt von einem Exorzismus, der vor Jahrzehnten versucht wurde, aber auf schreckliche Weise scheiterte. Die Geschichte begann vor vielen Jahren,
als das Anwesen noch von einer angesehenen Familie bewohnt wurde. Es wurde gesagt, dass eine junge Frau namens Emily dort lebte, die als ein unschuldiges und liebevolles Wesen bekannt war. Doch eines Tages, als ein mysteriöses Buch ihr in die Hände fiel, änderte sich ihr Schicksal für immer. Das Buch, das angeblich mit uralten Dämonenbeschwörungen gefüllt war, übte eine unheimliche Faszination auf sie aus. Emily konnte der Versuchung nicht widerstehen und begann, die darin beschriebenen Rituale durchzuführen. Zu Beginn schienen die Rituale harmlos zu sein, aber bald bemerkten die Bewohner des Anwesens, dass sich etwas Böses über sie legte. Emily veränderte sich zusehends. Ihr einst strahlendes Gesicht wurde von Schatten verdunkelt und ihre Augen nahmen einen bedrohlichen Glanz an. Die Familie erkannte, dass Emily von einem dunklen Wesen besessen war, das durch ihre Experimente mit dem Buch herbeigerufen worden war. Verzweifelt wandten sie sich an einen erfahrenen Exorzisten, der versprach, das Böse aus Emily zu vertreiben. Die düsteren Korridore des Hauses wurden zum Schauplatz des letzten Versuches, die Seele von Emily zu befreien. Der Exorzist und seine Helfer versammelten sich in einem Raum, der mit Kerzen erleuchtet war, und begannen mit einem alten Ritual. Doch während des Exorzismus entfesselte das dunkle Wesen eine gewaltige Macht, die den Raum mit einer bedrückenden Atmosphäre füllte. Die Wände begannen zu knarren, während verzerrte Stimmen aus den Schatten zu flüstern schienen. Der Exorzist kämpfte gegen die übernatürlichen Kräfte an, die ihn zu überwältigen drohten. Doch trotz aller seiner Bemühungen gelang es ihm nicht, das Böse vollständig aus Emily zu vertreiben. Nachdem der Exorzismus gescheitert war, verschwand Emily spurlos. Die Familie verließ das Anwesen und das Haus wurde zu einem Symbol des Schreckens und des Verfalls. Die Gerüchte über die verlorene Seele von Emily und die unheimlichen Ereignisse, die mit dem Haus verbunden waren, wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Einige Wagemutige versuchten, das verlassene Haus zu betreten und die Geheimnisse der Vergangenheit zu enthüllen. Doch keiner, der sich jemals den finsteren Hallen näherte, kehrte unversehrt zurück. Es wurde berichtet, dass die Schatten der Vergangenheit diejenigen, die es wagten, das Haus zu betreten, heimsuchten und ihre Seele mit sich nahmen. So bleibt das Anwesen von der Welt vergessen und von der Dunkelheit durchdrungen. Ein Mahnmal des Bösen. Der Exorzismus einer längst verstorbenen Person blieb unvollständig und die Seele von Emily wandert immer noch zwischen den Mauern umher, auf der Suche nach Erlösung und Rache an den Lebenden. Bis heute erzählt man sich gruselige Geschichten über das Anwesen und warnt die Menschen davor, die Pforten der Unterwelt zu öffnen, indem sie die verbotenen Rituale von einst wiederholen. Der Exorzismus einer längst verstorbenen Person bleibt eine verstörende Legende, die tief in den Albträumen der Menschen verwurzelt ist und die dunkelsten Ecken ihrer Vorstellungskraft erreicht. Das, was ich nun hier aufnehme, kennen mit Sicherheit fast alle, die das hier hören. Wenn ihr das nicht kennt, werdet ihr das dank des Hörens dieses Videos kennenlernen. Vertraut mir. Allein. Wenn ihr ein Kind oder ein Jugendlicher seid, kennt ihr es vielleicht. Seid ihr ein Erwachsener, gilt dasselbe. Als Kind werdet ihr eventuell öfters allein gelassen, weil die Mutter, der Vater oder beide arbeiten gehen. Und sie machen das öfter, denn ihr müsst Verantwortung übernehmen. Und du weißt,
dass dir das ewig Angst machte, allein zu sein, weil du nie weißt, was kommen wird, was da ist, wer in demselben Raum ist wie du und ob du alleine bist. Vielleicht wirst du es rausfinden, vielleicht hast du es sogar schon rausgefunden, vielleicht wirst du es nie wissen, was die Angst ist. Wenn doch, Respekt, du hast noch keinen Selbstmord begangen. Die Geräusche. Die Angst ist nichts Greifbares, du kannst sie nicht direkt sehen oder hören, aber die Masken der Angst, die schon. Sie hat Millionen und Abermillionen Masken und nur du alleine weißt, was für eine Maske sie im Moment trägt oder je tragen wird. Manchmal lässt dich die Angst die Maske wählen, um dich entweder zu quälen oder um dich zu verschonen. Du selbst weißt dies erst, wenn es zu spät ist. Aber nun wieder zurück zu dem Alleinesein. Eine Maske sind Geräusche, die du nicht hören willst. Ein Knarren, ein Klopfen, ein Kratzen, eine röchelnde Stimme, ein Kreischen und vieles mehr. Wenn du alleine zu Hause bist, hoffst du, dass so ein Geräusch nicht kommt. Und dann hat das Spiel in den Augen der Angst schon begonnen. Sie quält dich mit eben diesen Geräuschen, bis du verzweifelst. Bis du bestimmte Gedanken hegst. Ja, sie vielleicht sogar umsetzen willst. Es alles beenden. Die Angst lacht. Sie lacht dich höhnisch aus, verspottet dich. Der Tod reibt sich die Hände und freut sich. Eine neue Seele kommt zu ihm. Doch dann kommen deine Eltern und dein Herz springt in die Höhe. Du musst es nicht tun. Heute nicht. Du fragst deine Eltern nach ihrem Tag, um ruhiger zu werden. So geht das Mal für Mal für Mal. Bis jetzt. Du sitzt jetzt am Laptop oder Handy, während niemand da ist, der dich hören könnte, wenn du schreist. Denn du musst wissen, ich bin auch eine Maske der Angst. Vielleicht bin ich die Stimme, die leise zu dir spricht und die nur du hören kannst. Vielleicht bin ich aber auch das Kratzen, welches dich schon die ganze Nacht wach hält. Erzähl ruhig deinen Freunden von mir, sofern du welche hast. Viel Zeit bleibt dir nicht mehr. Jeff the Killer, der Slenderman oder The Rake, das sind keine Masken. Sie sind eigenständige Wesen, die jeden mit Freude umbringen, den sie bekommen. Wenn du morgen aufwachst, lebst du noch. Doch niemand ist da. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Du bist mir fürs Erste entkommen. Dann ist diese Maske zerbrochen. Doch es gibt viele, viele weitere. Stirbst du eines ruhigen Todes, ist dies die letzte Maske und du bist allen anderen entkommen. Wenn nicht, Pech gehabt. Mir macht das nichts aus. Ich bin bloß eine Maske. Aber sei gewarnt. Es gibt viele, die anders denken. Gestalten. Gib es zu. Du hattest das auch schon. Du schaust nachts dich in deinem Zimmer um und siehst sie. Nein, besser. Du siehst uns. Wir sind wirklich da. Schauen dir beim Schlafen zu. Verstecken uns auf Möbeln, unter Möbeln, in Ecken, neben dir. Du wirst leicht paranoid. Schaltest das Licht an. Wir sind noch da. Aber du siehst uns nicht. Aber du hast definitiv Angst. Große Angst. Sehr große Angst. Glaub bitte ja nicht, dass wir weg sind, nur weil das Licht an ist. Denn diese Annahme ist falsch. Wir sind noch da.
Du schaust dich um, überfliegst den Raum. Du siehst nichts, seufzt erleichtert, weil du denkst zu wissen, dass es unmöglich ist, dass wir existieren. Das ist sogar mehr als falsch. Du siehst uns nur nicht. Wir verstecken uns in den unbeleuchteten Ecken, Ritzen und in den zurückgebliebenen Schatten. Du schaust dich noch einmal sicherheitshalber um. Nichts. Das geht noch ein paar Mal so, bis du endlich friedlich schläfst. Aber eines hast du trotzdem vergessen. Die Maske ist noch da. Wir sind noch da.